Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin unglaublich motiviert. Dieses Jahr, das ist uns sicherlich allen bewusst, ist ein sehr entscheidendes Jahr. Ein Jahr, in dem mit drei Wahlen in und für Sachsen viel ansteht. Ein Jahr, in dem viel zu tun ist. Aber vor allem ein Jahr, in dem verdammt viel zu gewinnen ist. Denn es wird ein hochpolitisches und ein hochpolitisierendes Jahr, in dem wir als Bündnis Grüne nicht nur unsere Impulse setzen können, sondern dieses Bundesland verändern müssen und werden. Daran möchte ich gemeinsam mit euch und gemeinsam mit der Grünen Jugend Sachsen mitwirken. Daher bin ich auch Direktkandidatin in Dresden-Cotta und habe mich erfolgreich auf das Votum meines Kreisverbandes und das Votum der Grünen Jugend Sachsen beworben. Und daher bitte ich nun auch um euer Vertrauen für Listenplatz 9. Was mich motiviert? Das sind die jungen Menschen bei Fridays for Future, die jetzt endlich konsequenten Klimaschutz fordern, denn es geht auch um ihre Zukunft. Was mich motiviert? Das ist auch die Arbeit in der Generationenstiftung, bei der ich gemeinsam mit jungen politischen Menschen aus ganz Deutschland überparteilich für Generationengerechtigkeit streite. Denn momentan verspielen wir nicht nur unsere Zukunft, sondern auch die Zukunft der kommenden Generationen. Was mich motiviert, das ist auch die Arbeit in der Grünen Jugend, die jetzt mit der Kampagne "Wir nehmen unsere Zukunft selbst in die Hand" offensiv und optimistisch in die Wahlkämpfe 2019 startet. Diese jungen Leute anzusprechen, davon bin ich überzeugt, das sollte ein Schwerpunkt unseres Wahlkampfs sein. Diese jungen Leute ernst zu nehmen, ist definitiv einer meiner Ansprüche an mich selbst. Geben wir auch jungen Menschen die Chance, sich mit Politik zu identifizieren, selber politisch zu sein und Politik zu erobern. Liebe Freundinnen und Freunde, kurz biografisch zu mir. Ich bin 22 und schließe diesen Sommer mein Bachelorstudium ab. Ich bin 2016 aus einer Kleinstadt in der Nähe von Magdeburg hier nach Sachsen gezogen und 2017 zur Grünen Jugend gekommen. Seit dem Januar 2018 bin ich auch im Landesvorstand und seit letztem Sommer arbeite ich auch für unsere grüne Stadtratsfraktion in Dresden. Ich habe drei Herzensthemen, für die ich persönlich und politisch brenne. Auf diese möchte ich auch meinen Fokus in diesem Wahlkampf legen und mit eurem Vertrauen auch in die Arbeit der Landtagsfraktion einbringen. Ich finde, es ist endlich an der Zeit für mehr Feminismus und bessere Gleichstellungspolitik in Sachsen. Ich finde, es ist endlich an der Zeit, dass Kinder und Jugendliche endlich ernst genommen werden. Und ich finde, es ist höchste Zeit für generationengerechtes Handeln und eine generationengerechte Politik, die nicht länger auf Kosten der kommenden Generationen Probleme verschläft. Doch im Kampf für all diese Probleme liegt noch eine Menge Arbeit vor uns. Den systematischen Unterdrückungen, die weiblich gelesene Personen Tag für Tag erdulden, muss endlich politische Konsequenz entgegengehalten werden. Deshalb stehen wir Bündnis Grüne auch für einen gesellschaftlichen Wandel, der ab dem Kindesalter beginnt. Dazu gehören unter anderem Bildung über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in den Lehrplan. Dazu gehören Lehrbücher, die auf diskriminierende Darstellungen und Stereotypen überprüft und korrigiert werden müssen. Dazu gehört auch, dass öffentliche Stellen ihre Publikationen nur noch in geschlechtergerechter Sprache verfassen. Dies alles können konkrete erste Schritte sein, die zu einem langfristigen und gesellschaftlichen Wandel führen. Doch wir müssen auch im Hier und Jetzt jede Form von Diskriminierung bekämpfen. Der Schutz von Frauen muss eine größere Rolle in der Politik spielen. Das eigene Zuhause ist für Frauen immer noch der gefährlichste Ort. Frauenschutzhäuser brauchen sichere Finanzierung, sie brauchen Barrierefreiheit und sie brauchen DolmetscherInnen. Die Hälfte der Macht den Frauen, das bleibt eine wichtige Forderung, weil sie eben bis heute noch nicht einmal ansatzweise erfüllt ist. Mit einem Frauenanteil von 31,7% liegt Sachsen damit im schlechten Mittelfeld bundesweit gesehen. Es scheint zunehmend, als wäre es für Parität in den Parlamenten schlichtweg notwendig, strukturelle, aber natürlich verfassungskonforme Veränderungen anzugehen. Freistaat und Kommunen müssen auch als ArbeitgeberInnen mit gutem Beispiel vorangehen und Frauenförderung betreiben. Dazu gehört beispielsweise Teilzeit- und Homeoffice-Möglichkeiten. Aber in unserem Kampf für eine geschlechtergerechte Welt dürfen wir nie vergessen, dass verschiedene Diskriminierungsformen sich gegenseitig bedingen. Es sind eben nicht nur Frauen, die von geschlechterspezifischer Diskriminierung betroffen sind, sondern ebenso auch Trans- und Interpersonen. Und uns muss auch bewusst sein, dass es natürlich um die gläserne Decke geht, die es zu durchbrechen gilt, aber es geht uns auch um die körperliche Unversehrtheit und die Freiheit von rassistischer Gewalt für zum Beispiel geflüchtete Frauen. Deshalb muss unser Feminismus auch immer antirassistisch sein und bleiben. Applaus
Mein zweites großes Herzensthema ist die Generationengerechtigkeit. Ich bin der Überzeugung, dass eine wichtige Facette von und Voraussetzung für Generationengerechtigkeit die Jugendbeteiligung darstellt. Ich bin der Meinung, dass an den Orten, an denen Entscheidungen getroffen werden, alle Menschen an den Tisch gehören, die von eben diesen Entscheidungen betroffen sind, eben auch junge Menschen. Und junge Menschen ernst zu nehmen, heißt zunächst, ihnen eine Stimme zu geben, und zwar wortwörtlich. Deshalb bin ich auch sehr glücklich darüber, dass wir auf der letzten LDK das Wahlalter 14 beschlossen haben. Ein gesenktes Wahlalter kann uns aber nicht genug sein. Junge Menschen sollten über ihre Zukunft mitentscheiden können. Reden wir über BürgerInnenbeteiligung, müssen wir immer auch Kinder- und Jugendbeteiligung mitdenken. Es müssen ebenso sachsenweite wie kommunale kinder- und jugendgerechte Beteiligungsmöglichkeiten geschaffen werden. Diese können auf unterschiedlichem Wege, projektorientiert oder offen, konventionell oder unkonventionell funktionieren. Aber eins ist sicher, sie müssen politisch gewollt, verbindlich geregelt und ausreichend finanziert sein. Doch Generationengerechtigkeit bedeutet nicht nur Beteiligung junger Menschen. Es bedeutet auch verantwortungsvolles politisches Handeln für die kommenden Generationen. Momentan werden drängende Probleme, unter anderem von der CDU geführten sächsischen Staatsregierung, ausgesessen oder nach 2038 verschoben. Kurzfristiger Profit wird vor langfristiger Stabilität priorisiert. Die Auswirkungen dieser Zukunftsverweigerung können wir jetzt bereits spüren. Doch noch viel mehr geht sie zulasten der uns folgenden Generationen. Ganz nach dem Motto, Kinder haften für ihre Eltern. Ich bin überzeugt davon, dass wir Bündnisgrüne momentan der einzige Gegenentwurf dazu in Sachsen sind. Die einzige Partei, die sich für eine wirklich generationengerechte Welt einsetzt. Ein generationengerechtes Handeln, das weiterdenkt ab bis zur nächsten Legislaturperiode. Und daher beschreiben wir auch Wege hin zu der Agrarwende, zur Mobilitätswende, zur Energiewende, zur Nachhaltigkeit, kurz zur Generationengerechtigkeit. Das Thema Generationengerechtigkeit wird viel aus bundesweiter Perspektive besprochen. Doch lasst uns hier und jetzt in Sachsen damit anfangen, den Generationen, die nach uns kommen, eine Zukunft auf einem gesunden Planeten zu hinterlassen. Dankeschön. Redezeit.